Ja, moin moin und herzlich willkommen bei Was ist neu in the Forest mit dir Axt im Walde. Und erstens befinden wir uns hier am großen Loch, wo ich mir ein bisschen was hier zurechtgebaut habe. Und zweitens mal befinden wir uns in der Version 0.62, wo die Entwickler meinen, es geht hauptsächlich nur darum, Bugs auszumerzen, Fehler zu bereinigen und ein bisschen was nebenher zu machen. Ich sage, das ist eine gute Idee. Es sieht schon ein bisschen runder aus und fühlt sich runder an, aber wir kommen zur Theorie. Krokodile und Wildschweine sind ein bisschen aggressiver geworden. Unzerbrechliche Kisten soll es gar nicht mehr geben, denn die wurden im gesamten Spiel ersetzt mit zerbrechlichen Kisten. Lose Fackeln wurden grundlegend ersetzt mit Fackelkisten. Ja, Effigies, die Totems lassen sich jetzt auch reparieren. Im Ladebildschirm bekam der Hinweistext einen kleinen hellen Hintergrund, damit man den besser lesen kann, den Text, nicht den Hintergrund. In den Menüs hat sich auch ein bisschen was getan, was ich so gelesen habe. Und zur Freude von allen Spielern, während hier ein laues Lüftchen weht oder beziehungsweise den Serverbetreibern. Für den dedizierten Server lässt sich jetzt hier definitiv definieren, bevor man das Spiel startet, ob das hier zum Beispiel Bäume nachwachsen, ja, nein soll oder der Vegan-Mode, ja, nein, ein, an, aus. Aber liest das bitte in den Patch Notes auf forum.survivetheforest. nach. Wir kommen hier zu einigen Neuerungen und die Entwickler meinen, wir sollten hier beginnen mit dem Ton. Den neuen Funktionen, die hier im Ton neu sind, ja. Bitte hier Headset aufsetzen oder auch die Anlage auf eine gute Lautstärke bringen. Ich aktiviere hierzu das Mod AP Ultimate Cheat Menü. Der Kuti hat das wieder gut erweitert in der Zwischenzeit. Und sag mal, wir wollen jetzt hier einen schweren Regen haben, ja. Ja, das hört sich jetzt auch an, wie sich das üblicherweise anhört in the Forest, ja. Und wir wandern hier langsam in die Hütte rein. Hört mal gut hin. Das ist schon ein krasser Unterschied, ne? Irgendwie so finde ich mal. Ja, ich denke mal, das trägt auf jeden Fall gut zur Atmosphäre bei, speziell bei Nacht. Ja. Vögel und Tiere im Allgemeinen dürfen jetzt erfolgreich mit Steinen beworfen werden, sowohl als auch mit Pfeilen beschossen werden. Nee, das war wohl nix, ja. Da ist der Vogel schneller gewesen, ne? Ja, Pfeile bleiben in den Vögeln stecken, nee, in den, die treffen auf jeden Fall Vögel, sowohl als auch Hasen und anderes Getier. Die Steine, dasselbige, ja, Steine treffen hier jetzt Vögel und auch andere Tiere. Das ist ja vorher nicht immer gegeben gewesen. Auch eine gute Neuerung, Pfeile bleiben in Fischen stecken, man kann sie wieder abnehmen. Wir gucken uns jetzt etwas an, ich denke mal, womit hier nicht alle gerechnet haben. Hier, Knochenkörbe können jetzt auf den Tischen positioniert bzw. gebaut werden, sowohl als auch die Pfeilkörbe. Fertig ist das Gerüst hier. Ne? Auch wenn es ein kleines Gerüst ist, fertig ist es. Lässt sich jetzt auch auf Tischen bauen. Die Entwickler haben das hier. Wir werfen einen kurzen Blick hier runter. Ne? Einen kurzen Blick hier rüber. Das sieht doch schick aus, was wir hier gebaut haben. Die Entwickler haben jetzt hier auch die Katapulte, dem neuen System hier an. Oh, da tickt was. Hier drin ist was am Ticken. Gut, gehen wir weiter. Am Katapult wurde gedreht, denn das Katapult wurde hier dem no neuen System hier angepasst.
Das kennt ihr bereits von den neuen Gebäudesystemen. Das Umschalten, Taste R, ich guck mal durch, was ich hier alles reinladen kann. Das heißt, wenn ich jetzt die Taste C drücke, wird mir hier ein Lurch reingeladen und den kann ich hier oben dann verballern, ne? Aber das wollen wir nicht. Ich habe ja hier immerhin was vorbereitet. Wir nehmen hier, das ist eine Fackel, denke ich. Ja, das ist so ein Molotow-Teil. Einen Hasen kann man hier auch verpuffen hier. Hier so eine Kopfbombe, ne? Jo, das, ich denke mal, das reicht mal hier. Die Kopfbombe, die erste. Los geht's, ja? Oh, machen wir hier oben zuerst, ne? Oh, nö. Ja, mit dem Fisch werden wir nicht weit kommen hier. Hier, was ist das? Ist das Dynamit? Ja. Ja, und dann gibt es hier auch, guck mal. Ja gut, das auf jeden Fall so viel zum neuen System des mit den Katapulten. Und jetzt gibt es auch eine neue Neuerung. Ich meine, das ist ja schon ein bisschen fortgeschritten. In einer der letzten Patch Notes haben die Entwickler erwähnt, hier haben die am Übersetzungssystem, das haben die jetzt neu eingebaut. Und ich dachte mir hier, oh, gucken wir uns das an. Und dann gab es im Endeffekt nicht wirklich was, ja. Hier gab es eigentlich nur zu verstehen, dass ein Grundsystem seitens der Entwickler eingebaut wurde, was in den nächsten Versionen ein bisschen ausgebaut wurde. Aber wirkliche Veränderungen am Spiel, dass wir sagen können, jetzt haben wir hier eine Übersetzungsmöglichkeit bzw. eine Sprachauswahl, das gibt es eigentlich, denke ich, erst seit der letzten Version. Das war aber auch noch nicht ganz fertiggestellt, hatte noch viele Macken. Und das sieht folgendermaßen aus, ja. Wir gehen dazu in das Optionsmenü in den Bereich Gameplay und haben hier rechts unten die Sprachauswahl, die natürlich jetzt erstmal noch experimentell ist. Teilweise sind hier Sprachen eingefügt, aber auch laut den Entwicklern gänzlich. Die gänzlich verfügbaren Sprachen, das sind Französisch hier, ja, soweit ich das jetzt im Kopf habe, ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob hier Russisch auch dabei gewesen ist. Ich weiß es nicht. Ja, Koreanisch, Deutsch ist auf jeden Fall auch dabei. Und das war es dann auch gewesen. Ja, darum machen wir erstmal Deutsch. Das sieht gut aus. Steuerungseinstellungen, Grafik. Ja, zurück, fortfahren, zurück zum und so weiter. Und ich weiß auch gar nicht, ob das hier... Ja, nee, Moment. Nee, can't carry anymore Stein, ja. Klingt schon mal vielversprechend, da geht aber noch mehr, dazu öffnen wir jetzt hier das Überlebensbuch auf dem Hauptindex des Buches und das bekommt jede Sprache hier erstmal, ja. So eine, eine Überlagerung ist das, so ein Overlay, ja, Einleitung hier, Bauten, Feuer, Unterkünfte und wir können uns das angucken hier, Blockhütte, kleine Blockhütte, oh mein Gott. Essen, Feuer, Trockengestell, Garten, ne? Steinlager, Snacklager, Pfeilkorb, Dach, Pavillon, Lochschneider, Baumplattform, was? Baumplattform? Das ist aber nicht hier die Baumplattform, ne? Nee, ne? Nicht ganz so. Palisadenverstärkung, Katapult. Hängebrücke, Wand mit Fenster, absolut spektakulär. Gut. Das ist es dann, oh, es ist nachts. Und ich stelle euch, bevor wir hier jetzt gänzlich die Schotten dicht machen, für Version 0.62. Ja, bevor wir das machen, gibt es erstmal noch ein Gewitter, aber bevor wir das machen, gucken wir uns noch die Nacht an.
Denn für die Version 0.62 war es das erste Mal hier schon gewesen. Wir lassen es Nacht werden. Und während es hier jetzt erstmal ein bisschen zappenduster ist oder zappenduster wird, hier hinten, ich denke mal, geht die Sonne unter. Ja, ja, ja. Wir müssen ein bisschen abwarten. Ja, meine Lieben, das ist das Nachtlicht aus dem neuen Ultimate Cheat Menü Nightlight und Environment hier oben. Ja, ich bin, muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt das wirklich gut. Ja, das ist nicht hier einfach nur so ein Ding. Oh mein Gott, ich kann hier einen Haufen in der Nacht sehen. Wow, was bin ich hier für ein großer Decker Cheater? Nein, wow, guckt euch das mal an, ich bitte euch. Ja. Und wenn das hier, ihr habt das vorhin auch gesehen mit den Lichtstrahlen hier, wenn das, und das kann, ich habe das bereits mehrfach erlebt hier, wenn das hier für atmosphärische Zwecke, ja so Spieleatmosphäre, ich meine, ich bin hier im Wald hier und ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht, weil ich eben von Bäumen eingezäunt bin und dann kommt mir hier so ein Dings rausgeleuchtet, ich meine, guck mal hier, wenn sagt mir jetzt einer hier, das ist nicht realitätsgetreu da, ne? Es ist ja, wenn man hier in der Nacht hier im Wald unterwegs ist, ist das auch nicht stockdunkel, ne? Das ist auch so ein, mit einem ordentlichen Vollmond, wie das hier jetzt hier in The Forest so ist, ja, ist das schon starkes, grelles und leicht bläuliches Runterscheinen. Ja, möchte ich mal meinen. Und das leuchtet dann auch so wie hier. Alles ist hier hell erleuchtet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, gut, man kann hier mit dem Regler ein bisschen rauf, ein bisschen runter und das auch so übertrieben hell machen, aber hey, dafür ist das da, ja, dass das jeder für sich einstellen kann, wie er möchte. Ja, hier hat auch mal kurz die Platte gehangen. Ja, und während ich hier jetzt erstmal noch ein bisschen die Aussicht genießen werde und gucke, ob ich vielleicht den einen oder anderen Kannibalen ärgern kann, ja, wünsche ich euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ich denke, das sind jetzt laut den Entwicklern 27 Tage bis zum nächsten Update, wenn nicht wieder hier abc.de und so weiter an Updates, Patchfix, Hotfixes durchkommt, mal gucken. Ja, und bis dorthin. Genießt auf jeden Fall erstmal hier den ankommenden Sommer. Ja, Temperaturen stehen gut. Bis zum nächsten Mal. Das war die Axiomwalle. Alles Gute. Grüße wie immer an die Mutti. Servus an die bayerischen Kollegen. Und grüezi wohl an die Schweizer. Ne? Tschüss.